Hallo, ich möchte euch eine Frage stellen. Wie glaubt ihr, wird eure Zukunft und euer Leben im Jahr 2030 aussehen? Nun ja, das ist ein ganz bestimmtes Zukunftsszenario und dieses Zukunftsszenario ist meiner Meinung nach sehr spannend. Und zwar ist es sehr spannend aus drei Gründen. Der erste Grund, dieses Zukunftsszenario wird uns alle betreffen. Der zweite Grund ist, dieses Zukunftsszenario wird die Hälfte von euch Angst machen und der anderen Hälfte, diese wird begeistert sein. Und der dritte Punkt ist, dieses Zukunftsszenario hat 2012 bereits angefangen. Ich spreche von unserer Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Und wenn man sich dann überlegt, wie wird diese künstliche Intelligenz 2030 aussehen, dann haben wahrscheinlich alle im Kopf so Roboter. Die werden dann irgendwo rumrennen und werden uns helfen und arbeiten. Aber ich verrate euch was. Diese künstliche Intelligenz und vor allem die erfolgreiche künstliche Intelligenz, diese wird unsichtbar sein. Sie wird überall sein, uns umgeben, uns durchdringen und das Leben von jedem von uns berühren. Und das ist auch schon heute so, wenn wir zum Beispiel das Telefon benutzen und hineinsprechen zu Siri, da benutzen wir schon künstliche Intelligenz. Wenn wir Bilder hochladen und diese verschlagwortet werden, das ist auch künstliche Intelligenz. Oder einfach die Google-Suchmaschine benutzen. Das ist alles künstliche Intelligenz. Nun hat leider die künstliche Intelligenz ein schlechtes Image bekommen in den letzten Monaten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil die Medien oder die Öffentlich-Rechtlichen solche Filme rausbringen wie den Tatort, der hier sich in Stuttgart abgespielt hat. Dieser Tatort hat das Thema künstliche Intelligenz gehabt und es ging um eine künstliche Intelligenz, die Polizeieinsätze quasi koordiniert hat und den Polizisten geholfen hat bei der Arbeit. Und ihr könnt jetzt alle raten, was passiert ist. Naja, diese künstliche Intelligenz ist außer Kontrolle geraten, hat Sachen gemacht, die sie nicht hätte machen sollen. Also nicht schlecht, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt auf das Thema draufspringen. Ich bin sehr begeistert. Und ich muss auch sagen, ich komme aus Kaiserslautern und diese KI wurde in Stuttgart programmiert, also ich bin unschuldig. Aber das gibt so ein bisschen diesen Zeitgeist, den wir heute mit der künstlichen Intelligenz sehen. Und der kann sich ein bisschen hier widerspiegeln in diesen zwei Bildern. Wir haben, und Hollywood hilft uns auch nicht weiter, uns Forschern auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen Film, bei dem es irgendwie gut ausgeht. Es geht immer in die falsche Richtung. Es wird immer schlimm. Und das ist schade. Das ist schade, weil die künstliche Intelligenz ein großes Potenzial hat, unser Leben zu verbessern. Und dieses Potenzial, darüber möchte ich sprechen und auch aufzeigen, anhand von ein paar Beispielen. Ein Beispiel, das sind die sogenannten Sustainable Development Goals oder kurz Global Goals. Diese Global Goals wurden von den Vereinten Nationen letzten Herbst unterzeichnet und veröffentlicht und beschreiben Themenfelder, 17 Themenfelder, wie wir die Menschheit und uns messen können und zeigen können bis 2030, wie wir uns verbessern können. Und jeder von diesen Punkten, das sind Punkte, wie wir wollen die Armut beenden, Hunger stoppen, Klimawandel stoppen, das Leben unterhalb der Wasseroberfläche schützen etc. Diese Punkte haben alle mit Daten zu tun. Mit großen Datenmengen, gigantischen Datenmengen. Und diese gigantischen Datenmengen, die können wir Menschen nicht verarbeiten. Das ist zu viel für uns. Wir brauchen Maschinen, die uns helfen, diese Daten zu verdauen, zu analysieren, künstliche Intelligenz, um intelligente Entscheidungen mit diesen Daten zu treffen. Und wenn wir das dann schaffen, können wir das in die Prozesse einbauen und diese Ziele erreichen, die Welt verbessern. Wenn wir uns diese Ziele anschauen. Ein Beispiel hier, das ist eine Arbeit, die wir gerade diesen Sommer veröffentlicht haben. Wir haben hier Satellitendaten genommen, das sind die größten Datensätze, die es gibt, und soziale Medien Daten genommen, auch sehr große Datenmengen, und haben das zusammengetan, um Waldbrände zu analysieren, beziehungsweise zu erkennen, ernstes Problem in Kalifornien zum Beispiel, wo gibt es Waldbrände? Können wir das in den Satellitenaufnahmen sehen? Kann das eine Maschine automatisch melden, wenn ich sehe, dass da was passiert? Und ganz wichtig ist, wenn so ein Waldbrand schon ist, dann muss die Feuerwehr wissen, wo sind die Brandherde, wo muss ich hingehen, damit ich dort kämpfen kann und entsprechend meine Einsatzkräfte koordinieren kann. Und ganz wichtig, die Feuerwehr kann nicht überall gleichzeitig sein, aber es gibt Menschen, die sind überall, wo es einen Waldbrand gibt, die machen Fotos und die laden diese Fotos hoch auf Twitter. Und diese Fotos können wir nutzen, analysieren, die Fotos, die Waldbrände oder das Feuer zeigen,
trennen von den Fotos, die über das Feuer sprechen, um den Feuerwehrleuten entsprechend Beweise zu zeigen, wie es vor Ort aussieht, damit sie dann entscheiden können, wo sollte ich eigentlich meine Einsatzkräfte dann hinschicken. Und das hilft dann zusammen, so einen Waldbrand viel schneller zu bekämpfen und viel besser damit umzugehen und den Schaden zu minimieren. Ein anderes Thema, das sehr interessant ist, Gesundheit, betrifft uns alle. Hier ist die künstliche Intelligenz auf dem Gebiet, wo wir erst anfangen zu verstehen, was bei uns im menschlichen Gehirn überhaupt funktioniert oder wie, was dort passiert, wie das funktioniert. Das ist sehr wichtig, weil wir nicht viel wissen. Wir wissen nicht, ob unser Gehirn eine Maschine ist, die abgespult wird, was schade wäre, dann hätten wir keinen Willen, keinen eigenen Willen, oder ob das quasi ein Zufallselement hat, einen göttlichen Funken, der uns dann sagt, okay, wir entscheiden, weil wir denken, dass wir entscheiden. Wir können also hier künstliche Intelligenz benutzen, um in das Gehirn reinzuschauen, es versuchen zu simulieren, nachzubauen. Und wenn wir es dann nachgebaut haben und verstehen, dann können wir anfangen, Alzheimer, Parkinson, all diese Krankheiten zu bekämpfen, die zurzeit immer mehr in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Das ist auch ein Punkt, bei dem künstliche Intelligenz gut eingesetzt werden kann und uns hilft, quasi entsprechend das voranzutreiben. Und ich möchte hier fragen und Ihnen sagen, warum 2012? Das war ein ganz wichtiger Zeitpunkt in der KI-Forschung. Und dieser Zeitpunkt hat mit etwas zu tun. Es gibt zwei Arten von Forschung. Es gibt die eine Art von Forschung, das ist das langsame, aber stetige Heranschreiten an eine gewisse Grenze. Und es gibt diese romantische Art der Forschung, in der man einen Geniestreich hat, aus dem Bett springt, diese Grenze sprengt und neue Regeln definiert. Oft landen wir bei diesen langsamen Herantasten. Wir hatten aber hier 2012 das Glück, dass wir einen revolutionären Geniestreich hatten und dieser Geniestreich uns geholfen hat, quasi Fortschritte zu machen, vor denen wir vorher gar nicht gedacht haben, dass diese möglich sind. Warum und was hat das damit zu tun? Mit dem Bauen eines Gehirns. Das sind sogenannte neuronale Netze, die Forscher 2012 zum ersten Mal erfolgreich eingesetzt haben. Und zwar haben diese Forscher den Maschinen das Sehen beigebracht. Jetzt kann man sich denken, okay, sehen, kann ich, ist einfach, strengt mich nicht an, mache ich jeden Tag. Das ist das Erste, was ein Kind lernt, ein Baby, Gesichter erkennen von der Mutter, vom Vater. Das ist noch bevor es laufen oder sprechen kann. Maschinen haben sich sehr schwer getan zu sehen und zu verstehen, was in diesen Bildern sind. Und 2012 haben Forscher ein tiefes neuronales Netz vorgestellt, das alle anderen Methoden geschlagen haben. Und die Forschungsgemeinschaft hat gesagt, wow, was ist hier passiert? Und das war nämlich sehr interessant. Dieses erste Netz, das hatte 8 Schichten. 8 Schichten, weil der visuelle Kortex bei Menschen auch 8 Schichten hatte. 4 Jahre später, 2016, haben die aktuellen Netze hunderte von Schichten und ich kenne Netzwerke, die sind 1000 Schichten tief mit Milliarden von Parametern. Wir sind an der Stufe, in der wir anfangen, Gehirne von kleinen Tieren zu simulieren. Das ist verrückt, das ist Science Fiction. Aber das passiert schon jetzt. Und es ist eine Geschwindigkeit, die auf diesem Gebiet gerade passiert, die ist nicht mit Beispielen zu belegen. Es gibt so viel Forschung, die da passiert. Und es ist ein sehr spannendes Feld. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, was in diesen neuronalen Netzen passiert, da sieht es so aus. Das sind quasi, wenn man das Bild in so ein neuronales Netz packt, dann sieht man erstmal Kanten. Und überraschenderweise sieht es genauso aus, wie auch im visuellen Kortex, in den ersten Schichten im Gehirn. Diese Zellen erkennen auch nur Kanten. Und wenn wir dann tiefer gehen in das Netzwerk, dann sehen wir Strukturen. Und vielleicht kann man schon erkennen, was dort für Konzepte gelernt werden. Und diese Strukturen, wenn man noch tiefer geht in das Netzwerk, bilden dann Konzepte, die wir erkennen können, wie Gesichter oder Autos oder Stühle etc. Und so lernt ein neuronales Netz Schritt für Schritt aus diesen sehr primitiven Kanten sehr komplexe Strukturen vollautomatisch, wie ein Kind auch lernt. Und wenn man jetzt diese Idee weitertreibt und versucht, in so ein Netzwerk hineinzuschauen, das haben Forscher von Google gemacht, das ist ein Beispiel, die haben ein Bild genommen und dieses Bild mit einem Netzwerk zusammengetan und versucht, das zu übertreiben. Die haben wirklich so das Maximum rausgedrückt. Und was dann passiert ist, dieses Netzwerk hat angefangen zu träumen, hat in diesen Strukturen, wie wir, wenn wir nach oben schauen in den Himmel und plötzlich Gesichter in den Wolken sehen, angefangen dort auch Sachen zu sehen, hinein zu projizieren. Das Netzwerk hat angefangen, sowas zu sehen wie den Admiral Dog oder den
Pigsnail oder den Camelbird oder Dogfish. Das waren Strukturen, die existieren nicht. Aber diese Strukturen, die das Netzwerk dort versucht hat zu platzieren, war das, was das Netzwerk gelernt hat. Es hat angefangen zu träumen. Jetzt muss man sich vorstellen, wir haben also versucht, am Anfang Maschinen das Sehen beizubringen und jetzt vermenschlichen wir diese Maschinen, indem wir sagen, sie träumen. Das ist eine wunderbare Welt, in der wir leben. Und das ist 2015 passiert. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, dann ist so ein Szenario, von dem viele Forscher sprechen, ja, wir werden diese Maschinen irgendwann mal bauen, diese Maschinen werden intelligent sein und in dieser utopischen Welt werden wir dann leben und diese Maschinen werden all die Arbeiten machen und wir werden dann endlich Zeit haben, um Poesie, Kunst und all diese wunderbaren Sachen zu machen. Naja, diese Maschinen fangen jetzt an, auch in diese Bereiche vorzustoßen. Und Daniel, nimm es nicht persönlich, aber das ist ein Beispiel von Forschern aus Tübingen, ein Bild aus Tübingen, und ein Kunstwerk für einen großen Künstler. Man hat das Bild genommen und ein neuronales Netz trainiert, um diesen Stil zu lernen. Und dann haben wir das beide verheiratet und zack, hat das Netzwerk Kunst gemacht. Es hat angefangen, das wirklich zusammenzubringen und in diesen Stil zu malen. Das kann man nicht nur mit einem Künstler machen, das kann man mit einem zweiten Künstler machen. Und das Netzwerk generiert neue Art, neue Kunst. Das ist vielleicht der Grund, warum es heißt Artificial Intelligence. Und wenn man sich überlegt, wir haben jetzt quasi die Kreativität oder wir fangen an, in kreative Sphären zu gehen. Was ist noch möglich? Können wir noch weitergehen und noch menschlicher diese Netzwerke machen? Und das ist auch eine Arbeit, an der wir arbeiten zurzeit. Wir waren eins der ersten Teams, die Sentiment aus Bildern extrahieren konnten, ob etwas positiv oder negativ ist. Und das ist ein Video, das läuft in Echtzeit. Und was ihr oben seht, sind klassifizierte Konzepte, die diese künstliche Intelligenz in diesen Videos sieht. Und dann kann diese künstliche Intelligenz entscheiden, ist das ein positives Konzept oder negativ. Und wenn man das vorantreibt und weiterspinnt, diese Idee, dann kann man daraus vielleicht extrahieren, in einer Stadt, Google Street View, wo sind die Regionen, die sind sicher, wo sind die Regionen, die sind unsicher, wo sind die Regionen, die sind wohlhabend, wo habe ich Industrie, indem ich einfach das Netzwerk mir alles anschauen lasse und quasi so eine Landkarte von Emotionen baue oder eine Landkarte von Adjektiven. Das kann ich vollautomatisch machen. Und das Beste, das ist schneller als Echtzeit. Ich drücke einen Knopf, das Ding läuft und am Ende habe ich Stuttgart gemappt, wo die tollen Regionen sind und wo die weniger tollen Regionen sind. Das sieht man hier, wenn das Netzwerk zum Beispiel jetzt in diese Ecke läuft und diese Menschen plötzlich kommen und dann sagt es, oh, das ist a busy street, crowded market. Alles, was es vorher trainiert hat, versucht dieses Netzwerk hier hinein zu projizieren, weil es nichts anderes gelernt hat. Das sind jetzt aktuelle Forschungen, die wir gerade auf dem Gebiet der Videoanalyse betreiben. So, jetzt habe ich euch viel von künstlicher Intelligenz erzählt und euch versucht zu zeigen, wie unser Leben 2030 aussehen könnte. Der Punkt ist jetzt, was, so what? Was soll ich damit anfangen? Und für mich ist es ganz wichtig und ich möchte hier zu zwei meiner Silicon Valley Superheroes kommen. Das ist Chuck Geschke und John Warnock, die Gründer von Adobe. Die haben einen ganzen Industriezweig in den 70ern, 80ern, 90ern gegründet. Alles, was heute gedruckt wird, geht durch ihre Software. Und als sie diesen Bereich geöffnet haben und aufgebaut haben, haben sie eins gesagt. Sie haben gesagt, wir sind mitten in einer Revolution. Und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, dass wir in dieser Revolution die Regeln definieren. Und ich möchte das jetzt auch sagen. Wir sind mitten in dieser Revolution. Es sind aber nicht zwei Menschen, die irgendwo eine Firma gründen, die die Verantwortung übernehmen sollen, diese Regeln definieren sollen. Es sind nicht die Forscher in ihren Elfenbeintürmen, wie wir oder wie ich. Es ist die Gesellschaft, die quasi diese Regeln definieren muss. Wir müssen rausgehen, wir müssen mit den Menschen sprechen, wir müssen sie abholen, wenn sie Ängste haben und erklären, was möglich ist, was nicht möglich ist. Wir müssen sagen, was Gutes damit gemacht werden kann und was weniger Gutes gemacht werden kann. Und erst wenn wir in der Gesellschaft einen Konsensus finden können, dann können wir sagen, was wir mit der künstlichen Intelligenz machen. Und das machen wir schon. Dieser Diskussion hat schon angefangen. Es gibt entsprechend Menschen, die sich interessieren, zum Beispiel eine Sendung über Roboterethik, ob selbstfahrende Autos eine gute Idee sind oder nicht. Das sind Diskussionen, die müssen geführt werden, weil wir zu einem Konsensus kommen müssen. Und deswegen auch zu guter Letzt für Sie nach Hause oder für euch nach Hause, künstliche Intelligenz, Bedrohung oder Begeisterung. Das ist unsere Entscheidung. Und wenn wir zur einen Seite tendieren oder zur anderen, lasst uns drüber sprechen, denn es ist nicht immer schwarz-weiß. Da ist sehr viel Grau dazwischen. Dankeschön.